Willkommen zurück. Es geht weiter mit Dishonored und ich schaue mich jetzt hier noch um, weil hier gibt es noch einiges an Beute. Und ich weiß, dass da links ein Fenster ist, deswegen dahin teleportieren. Hoffnung, dass die mich da nicht sehen, das Zeug mitnehmen. Eine Ratte. Ja, sehr schön. Die pandesianische Bullenratte. Das größte Nagetier. Die Größe des Nagetiers ist nicht das interessanteste Detail. Aha. Wenn ihr es lesen wollt, einfach Pause drücken und lesen. Da tropft das Öl. Und hier haben wir die Verarbeitung von Walöl. Aber die interessiert uns eigentlich nicht. Ich glaube, sowas habe ich auch schon mal angeguckt. Interessanterweise können die durch die Fenster anscheinend nicht so gut sehen. Ah, das ist dieser pandesianische Kontinent. Oh, sehr schön. Ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal gelesen. Über den Kontinent. Okay. Ah, die beschissen. Mit und jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Tatsächlich. Oh, habe ich den jetzt verloren? Ja. Das war keine gute Idee. Ich hatte doch eben so ein Schnellspeichern gemacht, oder? Also den Sprung ins Wasser sollten wir nicht machen. Sehr schön. Dann verabschieden wir uns von diesem Ort. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Bringen wir Sokolov zurück. Und damit ist diese Mission beendet. Missionsdetails. Gegner eliminiert keinen, Zivilisten eliminiert keinen, Alarm ausgelöst einen, Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt vier, gut. Chaosfaktor insgesamt ist aber trotzdem noch niedrig. Niemand getötet, aber eben entdeckt worden. Testperson Sokolovs befreit und den Tresor ausgeraubt. Wir haben alle Runen gefunden, wir haben aber nur eins von drei Knochenartefakten, Outsider-Schrein gefunden, Gemälde gefunden und 2115 Münzen von 3623. Das ist doch wieder mal eine ganz okay Statistik. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Okay. Ich nicht. Ich wache höchstens in meinem Bett auf, aber gut.
gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschine. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, das klingt gut. Oh, ich glaube, ich hätte Emily noch gute Nacht sagen können. Ah, ich habe es nicht gelesen. Richtig. Da stand irgendwas noch. Und schon einfach so schnell. Havo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ja. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Geh wieder auf dein Zimmer. Na gut, du kannst hier bleiben, wenn du willst. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Okay. Ja, nachdem was sie durchgemacht hat, verstehe ich, wenn sie nicht alleine bleiben möchte. Oh, guck mal, sie hat ein Bild gemalt. Emilys Zeichnung von Corvo. Hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne deine gruselige Maske. Hat der die oben drüber geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich der Vater sein soll. Auf jeden Fall nimmt er eine Vaterfigur ein momentan. Lord Pendletons Belohnung. Corvo, die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich, darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich hier... dass sie sich ihrer auf andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Okay. Eine Notiz von Piero. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Weiner organisiert haben. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie. Weil lebende Exemplare nur so... Ich bin immer schneller im Lesen, als meine Zunge hinterherkommt. Weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sicher sein, dass meine Kollegen die Situation so menschenwürdig wie möglich handhaben wird. Ja. Danke, Betäubungsfall. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einsetzungsfall wird ohne Verzögerung stattfinden. Heilkräuter. Können wir ein bisschen mit ihr reden? Hallo. Was siehst du denn da? Na gut. Wir kommen hier übrigens zu ihrem Zimmer. Das finde ich immer ziemlich krass. Irgendwie, das habe ich total vergessen gehabt. Ich habe am Anfang mal in einer der ersten Folgen hier aus dem Fenster geguckt. Habe gedacht, da können wir mal demnächst hingehen. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Es müsste der Turm sein, wo ihr Zimmer oben ist. Können wir mal reingucken. Das Fest der Fuge. Am Ende eines jeden Jahres, nach dem letzten Tag des Monats der Lieder, feiern wir das Fest der Fuge. Prüfung der Begabung. Und ruf zu den Sphären Band 1.
Eigentlich ein ganz nettes Zimmer. Lieber Onkel, lange habe ich nichts mehr von dir gehört. So wie die Dinge stehen, weiß ich nicht, ob wir uns je wiedersehen werden. Ich wollte dir nur sagen, mir geht es gut, ich bin in Sicherheit. Erstmal. Meine Aufgabe, mich um ein junges Mädchen zu kümmern, läuft gut. Aber sie ist ziemlich anstrengend. Doch ich werde gut behandelt. Es gibt genug zu essen. Mir geht es besser als den meisten anderen. Wir sind die Letzten unserer Familie, Onkel Körnau. Wir müssen weitermachen, wenn wir können. Bis bald. Deine Nichte, Callista. Das ist die, die gerade einen Bart nimmt, während Emily bei mir ist. Hier wollen wir nicht raus. Doch, hier wollen wir raus. Was haben wir denn da? Aber schade, dass wir nicht weiter hochkommen. Wahrscheinlich sehr baufällig, das Ding. Ein Kabelwerkzeug. Gerade nochmal, aber auch außen kommen wir, glaube ich, nicht weiter hoch. Nö. Verschwindet im Nebel die Turmspitze. Okay, sollte ich da nicht runterspringen? Ach, Kette. Au. Kette verfehlt. Das habe ich ja jetzt wahnsinnig geschickt. Das hat zum Glück keiner gesehen. Die würden mich auf keinen Einsatz mehr schicken. Na, wie sieht's bei dir aus? Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Das ist ganz toll. Sie verbrennen die Wale. Sie verbrennen die Wale? Okay. Ich hatte nämlich auch, was ich auch vergessen habe. Ich habe letztens noch ein Let's Play von jemand anders geguckt, der das Spiel angefangen hat. Und das Herz, habe ich gesehen, redet ja die ganze Zeit, wenn man einen Rechtsklick macht. Der Schrecken von Pandesien ist in die Stadt gekommen. Das habe ich voll vergessen. Deswegen dachte ich, probiere ich das nochmal wieder aus. Was sie so erzählt die ganze Zeit. Ich glaube, wenn man irgendwo drauf zeigt. Was ist denn mit dem Typen zum Beispiel? Wenn man es sich vorstellt, laut Pendleton ist der Sohn von Edelheim. Hatte nämlich zu jedem und allem was zu sagen. Wer oder was da auch immer spricht. Was sagt sie denn zu dem? Als der Damm brach, schoss der Fluss hinein. Ein ganzer Stadtteil lag im Dunkeln. Er spioniert seinen Nachbarn nach und erstattet den Aufsehergericht. Das sind ja schlimme Methoden. Okay, wir hatten Missionshinweise. Also wir sollen auf jeden Fall Sokolov verhören. Wurde gefangen genommen. Wenn er zusammen, aber ja, wir müssen ihn halt überreden. Keine Missionsgegenstände. Okay. Dann machen wir das mal noch in dieser Folge. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Aha. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings ja. Weiß er, was Loyalität bedeutet. Ha. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs.
Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. Die Kurbel ist, glaube ich, nur für diesen Eingang, oder? Ich dachte, dass man da vielleicht die Ratten rauslässt. Das wäre natürlich auch nicht schön. Hier finden wohl sonst Hundekämpfe statt. Das ist aber nicht sehr fein. Die haben sicher nichts dagegen, wenn ich mir erstmal hier alles greife, bevor wir mit der Vernehmung beginnen. Hundeaufzucht und Training. Ja, in jedem Wurf gibt es vielleicht 4 brauchbare Welpen. Die kleinsten vertränken wir jedes Mal. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Also entweder die Ratten auf ihn hetzen, wobei wenn... Wenn er dann tot ist, bevor er irgendwas verraten kann, hilft uns das natürlich auch nicht weiter. Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel für Sie, Sokolov. Eine merkwürdige Strategie, mit der ich einverstanden bin. Will sich sogar für bestechen lassen. Na dann... Reden wir mal mit Piero darüber. Nehmen noch etwas Kupferdraht mit. Und damit geht's dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.